Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil unserer Kamigawa Neon Dynasty Set Spotlight 3. Bei mir ist der Herr der Karten. Servus. Ich bin Sir Christopher und wir starten direkt mit einer richtig schlechten Karte. Und zwar der Aiganyo-Aufstand. Jawohl. Für ein weißes, ein rotes X, eine Hexerei. Erzeuge X, 2/2 weiße Samurai-Kreaturen, Spielsteine mit Wachsamkeit. Sie erhalten Bedrohlichkeit und Eile bis zum Ende des Zuges. Soweit, so gut. Ja. Aber jetzt kommt's. Jeder Gegner erzeugt X minus 1, 2/2 weiße Samurai-Kreaturen, Spielsteine mit Wachsamkeit. Jawohl. Ohne Scheiß. Was habt ihr geraucht, dass ihr so eine Bullshit-Karte macht? Und das ist nicht eine Bullshit-Karte wie da 1/5er für 6 Mana, der bei jeder dritten Spell, den du spielst, eine Karte zieht und sagt, okay, der ist scheiße. Was habt ihr geraucht, dass ihr diese Karte druckt? Ja, ich meine, schau, man kann, also ich versuche es jetzt schön zu reden. Na, das kannst du gleich vergessen, weil du das kannst, wird nicht funktionieren. Ich habe mir das schon mit mehreren Kollegen durchgeplant. Du kannst mit 3 Mana zahlen, dann kriegst du 1/2 Haste Menace und der Gegner nix. Wow, geil. Für 3 Mana kriege ich einen 3/3er Trample in Rot und Weiß. Ja, aber ist wurscht. Das ist mal die eine Variante. Die andere Variante ist, du zahlst Hausnummer 10 Mana. Also das X ist 10, dann kriegst du 10/2er. Und der Gegner 9. 9. Diese 10/2 haben aber alle Menace, das heißt, er kann von den 10 ja, nur 4 blocken, weil schon. Er nur 4 Doppelblocker. Aber wenn ich 12 Mana ausgebe, ja, dann spiele ich Boros Reckoner Endless Combo und schieße den Gegner tot. Ja? Ich brauche sogar nur 9 Mana. 8 Mana im besseren Fall. Ja? Sie sehen nicht gut. Also das sind so die Dings. Man, dann hast du... Dann würdest du mit 6/2... 8 Mana Endless Damage. 6 in Rot-Weiß. 6 Mana. Willst du mich ärgern? Du machst auch nur 12 Damage, du kannst nicht mal killen. Du Bullshit, die Karte. Die Frage ist, wie hoch X sein muss, damit du auf einmal killen kannst. Egal, was der Gegner hat. Gar nicht, gar nicht. Das ist nicht möglich, oder? Das ist uninteressant. Ja, sicher ist es möglich, aber... Ja, aber das... Weißt du, in welchem Deck willst du das spielen? Ja. Wer hat so viel Selbsthass, um diese Karte in seinem Deck zu spielen? Wer will sich selbst eine schlechte Karte in sein Deck geben? Und nicht einmal der Ultra-Casual-Commander-Spieler sagt, hey, vielleicht finde ich, ja, ich was Cooles. Jeder Gegner im Commander ist ja da, im Commander ist eine richtige Forsche. Da kriegen dann 3 Leute die Token. Ja, komm, ist leicht. Also, das ist mein Anwärter für die schlechteste Rare ever. Oh nein, da gibt es schon ein paar sehr gute, die diesen Platz halten. Aber also das ist schon sehr weit oben. Das ist schon sehr weit oben. Es ist wahrscheinlich die schlechteste Rare aus dem Set. Auf jeden Fall. So, Gott sei Dank. Kommen wir zu was ultra Guten. Das ist so ein geiler Typ. Findest und das ist der leibernste. Das ist Arthur, gefällt mir so gut. Er ist so geil, Alter. Es ist der Motorzahn Okiba. Die Motorzahn Okiba-Chefin. Jawohl. Ein schwarzes, ein weißes, ein farblos, legendäre Kreatur, Ratte, Pilot. Jawohl. 4/3. Allein die Stats, 3 Mana, 4/3. Und Ratte, korrekt. Und Pilot. Scheiß auf Pilot, ist eine Ratte. Und jetzt kommt's. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bringst du eine Fahrzeugkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Sie erhält Eile. Bringe sie zu Beginn deines nächsten Endsegments auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ganz kurz, bevor wir jetzt drüber reden, was ich damit machen will, ja. Überlegt, was ihr damit machen wollt. 10 Sekunden Zeit. Fahrstuhlmusik bitte. Das war zwar jetzt eine kleine Quizshow-Musik, aber mir ist nichts Vielen Dank. Ich möchte gerne Parhelion 2 ins Spiel bringen. Ja. Sofort croon. Und dem Gegner für 12 in die Fresse hauen. Ist Parhelion 2 nicht der 5/5er? Oder sogar 5/5. Dann kannst du nämlich für 17 in die Fresse. Was für, na, 13. 13. Ja. Ja? Ja, ist okay. Und zwar haben wir ja jetzt mittlerweile die wundervolle Karte Faithful Mending. Ja. Als Discard-Outlet. Ja. Und das Ganze ist im Pioneer spielbar. Das heißt, du kannst Turn 3 das machen. Du könntest es theoretisch im besten Fall machst du es Turn 3. Ja. Also wie sick ist das? Also für Pioneer ist das wirklich ein Deck, wo ich mir überlege, dieses Deck zu bauen. Weil du hast Thoughtseize, du hast Faithful Mending, du hast den,
du hast das Paar Helion 2. Du kannst aber Counter Spells und Removal rumspielen, hast schon weg. Du hast halt, du hast, was du hast Utility Stuff wie, ja, eh das. Ah, ja, okay. Ja, ich meine, du hast. Du hast halt Consider, ja, du hast Consider, du hast. Gibt, du kannst mit Consider auch einfach. Du kannst Consider, kriegen, ja. Du hast Faithful Mending, du hast die Rattendame. Ja, eh. Ich glaube, da kann man ein richtig, richtig geiles Deck zusammenstellen. Ich bin nicht so hyped wie du. Ich weiß, du bist schon mega hyped. Hast du, auf jeden hast du schon die Fall. Vier bei Helion gecheckt? Natürlich, bevor der Preis steigt. Auf jeden Fall habe ich vier bei Helion gecheckt. Bin ich dumm? Aber ich weiß es nicht. Ich finde das. Ich meine, es ist. Die, das kann halt ultra zerfetzen. Die Idee, Turn 3 mit 13 Power anzugreifen und die Engel bleiben ja im Spiel. Die Engel bleiben im Spiel, das ja. Das heißt, nachher hast du immer 2-4-4 Engel im Spiel und das bei Helion halt auf halt der Hand. Theoretisch Turn 4 damit. Ja. Das ist du schon ziemlich theoretisch Turn 4. Ja, du musst halt, es ist halt ein Boom-Bust-Deck. Ja, ja. Aber es gibt dir halt urviel Retour. Ja, ich meine, Turn 4 hast du dann halt 2 für 4 Engel, plus noch immer den 4-3, das heißt, du kannst mit nochmal 12 angreifen. Sag ich ja, du kannst kill Turn 4. Ja, ja, umgeschaut. Sag ja. ich ja. Ist eh geil. Ist doch urgeil, oder? Ist eh geil, ja, es ist eh geil, aber ich weiß nicht. Motorzahn Okiwa Chefin. Wir werden auf jeden Fall ein Deckcheck damit sehen. Ich verspreche es euch. Die Rate ist so gut. Die Rate es ist so gut. Geil, eine der geilsten Karten sind. So, weiter geht's. Hidetsugu verschlingt alles. Mahlzeit. Nom, 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 nom. Ein rotes, ein schwarzes, ein farbloses. Saga. Mahlzeit. Fieder. Erste Marke. Zerstöre jede bleibende Karte mit Mana-Betrag 1 oder weniger, die kein Land ist. 2 schicke alle Friedhöfe in sich Seele. 3 transformiere. Ich muss gestehen, ich finde die gut. Weniger für Standard. Ich glaube, für ältere Formate kann aber die sehr gut sein. Aber für ältere Formate, werden. Ich sage ja nur Urza's Saga, ja, sucht euch euren Scheiß raus. Dann ist aber alles weg, euer ganzer Scheiß. Weil die eure bleibenden Scheißfiguren sind 0 Mana, weil das sind nämlich Token. Eure ganzen Scheiß 1 Mana noch einmal Scheiß. Artefakte sind tot. Fett FSK 16. Und ich rufe euch euren geschissenen, jetzt muss ich da jetzt richtig, jetzt erst recht, jetzt kommt jetzt erst recht Friedhof, damit ihr nichts mehr reanimaten, zurückholen, sondern Blätzchen kann sich alles anal applizieren. Ja, was? Kannst du dir das anal applizieren? Ja. Sehr schön, das gefällt mir. So, pass auf. Müssen wir ein bisschen Niveau reinbringen. Sehr schön. Umgedreht ist das Teil, nämlich Gefäß des alles Verschlingenden. Ja. Das ist nämlich jetzt der, die das Gefiedete. Ja, nom. Ogerschamane, 3-3, verursacht Trampelschaden. Immer wenn das Gefäß des alles Verschlingenden Schaden zufügt, lege eine +1/+1 Marke auf S. Mhm. Immer wenn das Gefäß des alles Verschlingenden einem Spieler Schaden zufügt und falls es dem Spieler in diesem Zug 10 oder mehr Schadenspunkte zugefügt hat, verliert er die Partie. Ja, also das untere ist komplett wertlos. Also ja. Ja, es ist ein Commander Damage Gag. Ja, weil du halt mit Commander Damage ja. halbierst. Wobei es geht nicht, weil es ja eine ist nicht legendär, ja. Also kannst du vergessen. Aber ja, wurscht, machst halt 10 Damage mit dem Heinz und haust einen um. Haust auch einen um, genau. Aber es ist ja wurscht, er wird halt zu einer 3-3, zu einer 4-4 und so weiter. Und wenn er mal 10 Damage machen wird, dann ist der Gegner eh ja, dann sollte der Gegner eh schon K.O. sein, weil er vorher halt 5 ich oder 6 ich finde den recht, ich finde den wirklich gut. Ich finde das für ein 3-Mal, ich finde nämlich die ersten zwei Sachen für 3-Mal schon richtig gut. Ich finde, das erste kann schon so viel Impact haben, ja, dass ja. das schon wirklich grauslich für die Gegner ist. Kann nicht sein. Gerade in Modern. Also zu Seiten von Affinity in Modern bist du deppert, wenn du das aus dem Sideboard bringst. Ja, Affinity Bläh. Nicht so, weil Affinity hat halt schon noch viele teure Karten. Also nein, das Robot-Deck, nicht Affinity selber. Ach das so, echte, das damals deine, gespielt ja, wurde. Ja, das 0-1. Ja, mit aber den ganzen Ornithopters und Memnats. Aber schau dir die Decks ein jetzt an. Ragavan, dann der Ein-Mana Weißer Duty, wo es Esper Sentinel, genau. Dragon's Rage Channeler, Delve of Secrets. Alle sind's tot. Alle gestorben. Alle. Bleibt niemand über. Nur deine fetten 4-4er Planeswalker. Also deine 4-Mana Planeswalker. Ja, ich finde das super. Dann spielst du halt gemeinsam mit Groxa in einem Groxa-Deck. Kriegst du Groxa. Wobei Groxa ist schlecht. Weil du willst ja nicht Friedhöfe sein. Friedhöfe sein, gell. Alle Friedhöfe. Ja. Okay, dann halt. Ja, ist ja wurscht. Halt ohne. Irgendwas halt. Aber gute Karte. Fällt mir gut. Wir kommen zur nächsten Karte. Ja. Ich glaube, das ist die einzige dreifärbige Karte, oder? Kann das sein? Nein, es gibt noch eine. Hinata, gekrönt von der Morgenröte, kostet weiß-rot-blau ein farbloses Kirin Geist, legendäre Kreatur 4-4. Ich war gleich fett hyped, weil ja, Jeskai. Ich habe an Lightning Angel gedacht, war's. Hui.
Fliegend verursacht Trampelschaden. Durch Leihwand, Leihwand. Zaubersprüche, die du wirkst, kosten beim Wirken für jedes Ziel eins weniger. Ah, gut. Zaubersprüche, die deine Gegner wirken, kosten beim Wirken für jedes Ziel eins mehr. Ist auch okay. Ja, es ist alles okay. Eben. Es ist alles okay, aber es ist alles nicht geil. Die Sache ist, wenn der nur rot-weiß gewesen wäre, wäre es bedeutet cooler gewesen, weil ich hätte in mein Federdeck pushen können. Aber so ist er ein coolerer Commander. Weil da kannst du als Feder bist du angetroffen. Nein, nicht als Feder, aber halt in einem Deck, dass er kannst den Voltronen wieder mal. Schon, ja. Oder aber du kannst halt so ein Deck haben mit eben so vielen Spells, die halt multiple Targets haben, die dann also dann billiger ist. Also da ist Feather doch besser. Irgendwas mit Replicate? Gibt es irgendwas, was Replicate billiger macht? Also was dann wird halt Replicate dadurch billiger zum Beispiel? Nein, es gibt dieses Ajanis Dingsbums, wo was halt Replicate, aber das kostet halt pro Replicate ein weißes und ein farbloses. Ja, dann kostet nur noch ein weißes. Ja, und der Gegner kann halt, ich sehe seine Movement wenn teurer, also ich finde ihn so okay und er ist selber 4-4 Flying Trample, was schon allein sehr gute Stats sind. Ja, die Stats sind gut, schaut auch cool aus, aber overall gibt er mal zu wenig. Vielleicht täusche ich mich. Das ist die zweite dreifarbige Kreatur. Korrekt. Ishin, zwei Himmel werden eins, kostet Mardu. Kostet Mardu. Ist legendäre Kreatur, Bruder. Ja. Mensch, Samurai 3-4, der hat gute Stats. Falls das Angreifen einer Kreatur eine ausgelöste Fähigkeit einer bleibenden Karte, die du kontrollierst, auslöst, wird die Fähigkeit ein weiteres Mal ausgelöst. Mhm. Attack mit Geist of Sintraft. Falsche Farbkombination, aber ja, grundsätzlich ja. Also ich habe immer Jeskai Black gespielt. Wenn es verstehe, okay. Ja. Ja, also ich glaube, dass da eben auch einiges geht, vor allem auch im Commander-Bereich mit irgendwelchen lustigen Triggers. Ja, da geht ganz viel. In Standard fällt mir nichts wirklich was ein, wo es cool wäre. Geht ja auch mit Kali auf der Wast, oder? Wenn sie angreift. Kann ich Attacking Creatures ins Spiel bringen? Geht wahrscheinlich, ja, geht auch. Ja. Also ja. Das ist schon ziemlich geil. Ja. Was wie viele Commander-Experten sind am Morgen? Ja, Wahnsinn. Es wird langsam. Ja, und vor allem, es müssen ja keine Kreaturen sein, es können auch ausgelöste Fähigkeiten von anderen Karten also sein. Also wenn, dann bringe ich schon Doppel-Riesen-Engel-Drachen ins ja, Spiel. Aber eben, wenn irgendwas hast, wenn du die Kreatur angreift, dann kriegt sie Double Strike. Oder okay, das bringt jetzt nichts, aber ziehst eine Karte, ziehst mach zwei Karte. Treasure Tokens. Machst du drei Stücken. Ja. Also, es gibt genug Möglichkeiten. Ja, ja. Ich finde das Artwork extrem cool von der Karte. Ich finde es auch extrem cool und ich mag halt Mardu da gern. Ja, das ist halt, trifft es halt ganz cool. Man muss sich wirklich für den Deck überlegen. Ich glaube, wenn man ein cooles Deck mit dem hat, ist der halt sick. Der ist richtig cool. Ansonsten halt ohne den passenden Deck ist halt ein 3-4er für 3 Mana, was jo ist. Jo. Dann gibt's den Yukai Naturalist, der kostet grün-weiß, ist ein Mensch, Mönch, Verzauberungskreatur 2-2, hat Lebensverknüpfung. Verzauberungszauber, die du wirkst, kostet beim Wirken 1 weniger. Auch ganz gut. Gute Karte. Ja. Punkt. Aus. Aus. Reden wir nicht mehr drüber. Für 2 Mana, 2-2, Lifelink ist korrekt. Ja. Und das Coole ist, dann kannst du den nächsten Turn für 1 Mana den grünen Dude machen, der gleich pumpt. Dann hast du einen 3-3 Lifelinker und kannst wahrscheinlich noch 2 Artefakte spielen. Enchanten spielen. Holo oder Roda geht Job. Ja. Die wilde Fahrt. Und der triggert halt Eidolon auf Blossoms und macht es günstiger. Ja. Es ist nämlich wurscht, ob der nach dem Eidolon kommt und eben triggert mit der Karte oder vor dem Eidolon, dass das Eidolon 1 ist. Ja, aber du willst den schon normalerweise Turn 2 oder Turn 3 spielen, damit halt alles nachher günstiger ist, damit es halt. Na sicher, aber ich will ihn auch im Midgame, wenn er jetzt keine Verzauberungskreatur wäre, wäre er weniger gut. Ja, natürlich. Weil er triggert deine Enchantments. Genau, nicht. Weil er dann das Top-Deck viel schlechter ist, ja. So ist das Top-Deck richtig auch. Richtig okay. Feine Karte. Jetzt kommt Kaito Shizuki, der Planeswalker. Ah, der hat ein der hat sein Hörnchen auf der, ja. auf der Schulter. Ein schwarzes, ein blaues, ein farbloses. Legendärer Planeswalker Kaito. Zu Beginn deines Endsegments und falls Kaito Shizuki in diesem Zug ins Spiel gekommen ist, destabilisiert er sich. Mhm. Aha. Und weg. Plus eins. Zieh eine Karte, wirf dann eine Karte ab, es sei denn, du hast in diesem Zug angegriffen. Mhm. Also wenn du es angegriffen hast, behältst du die Karte. Korrekt. Minus zwei, erzeuge ein 1-1 blauen Ninja-Kreaturenspielstein. Mit dieser Kreatur kann nicht geblockt werden. Auch korrekt. Minus 7, du erhältst ein Emblem mit immer, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, durchsuche deinen Blick nach einer blauen oder schwarzen Kreaturenkarte, bringe sie ins Spiel und mische danach. Okay, ich fange an, ja. Weil du bist der Ninja-Mann und ich kann eh nicht so viel zu ihm sagen. Was ich gut finde,
ist, dass er kostet 3 Mana, 3 Loyalitätsmarken und er verteidigt sich mal die erste Runde allein deswegen, weil er sich destabilisiert und deswegen mal weg ist. Das heißt, du hast auf jeden Fall auch 2 Aktivierungen bei ihm. Das finde ich halt ultra nice, dass ich selber destabilisiert und weg ist. Genau, genauso wie bei der Wanderin. Da hast du auch auf jeden Fall 2 Aktivierungen, bei dem hast du auch auf jeden Fall 2 Aktivierungen. Das finde ich sehr gut. Das können 2 Karten draus sein. Dann ist er auf 5 Loyalitätsmarken, dann ist er schon schwer zu töten. Die Minus-Ability finde ich ganz okay, weil du halt einen Ninja kriegst, aber du den nicht geblockt werden kann, das heißt, du kannst den Jitsu easy triggern, dafür ist dann der Token weg, weil der geht nicht auf die Hand, das heißt, ja, du fangst von vorne an. Das Ultimate finde ich okay, weil, ja, ich meine, du kannst natürlich dann dir den nächsten fetten Ninja raussuchen und dann halt so anfangen, Ninjas in Jitsu zu chainen, was schon ganz nett ist. Mhm. Ja. Trotz all dem ganzen Positiven gibt er mir nicht viel, weil ich das Ninja-Thema nicht so cool finde. Also ich finde den eigentlich richtig geil. Ich habe den, das war auch eine der relativ früh gespoilerte Karte. Ja. Wie du eben gesagt hast, also erstens 3 Mana Planeswalker muss man sich immer anschauen. Natürlich. 3 Mana, 3 Loyalitätsmarken ist cool. Es steht oben, zieh eine Karte, was ich einmal sehr geil finde. Wirf eine Karte ab, ist okay, weil du mit dem Ninja-Deck sowieso angreifen möchtest eben. Immer. Du wirst öfter die Karte behalten dürfen. Du wirst halt, wenn du mit dem wenn du angreifst, wirst du dich halt entscheiden müssen, will ich einen Ninja hinein triggern, hinein ninjern, oder will ich dann Kaito Shizuki spielen? Ich glaube, das wird die größte Thematik sein bei diesem Planeswalker. Ob ich ninjern will, oder also eine Ninja-Ability nutzen, weil ich eben Ninja auf der Hand habe, oder ob ich ihn nachher spiele. Es gibt nie eine 100% Antwort. Aber Nein. Ich sage in den meisten Fällen, wenn ich die 3 Mana habe, eine Connect habe, dann spiele ich und ziehe eine Karte. Und es kommt darauf an, was mein Ninja in der Situation macht. Nein, das ist komplett scheißegal, was der Ninja in der Situation macht, weil, also Jan ist natürlich nicht komplett scheißegal, aber das Einzige, was ich dagegen sprechen würde, ist die Argumentation, dass der Ninja vielleicht beim nächsten Attack-Step nicht mehr durchkommt. Aber für diesen Fall könnte ich einfach -2 machen, einen unblockbaren Ninja haben und dann noch immer eine Karte ziehen und noch immer einen Schießen und mein Gegner hat noch immer einen Planeswalker, um den sich kümmern muss. Möglich. Und ich habe dann einen Blocker, weil mit dem habe ich eh nicht mehr connecten können, weißt du? Möglich. Also das Ultimate finde ich sehr gut, muss ich gestehen, weil, also ich denke jetzt oft in Modern und ich will ja im Modern ein Ninja-Deck basteln. Du bringst ins Spiel. Ja. Ich glaube, du bringst es auf die Hand. Nein, ins Spiel. Okay, dann ist besser. Weil du kannst halt sicke Sachen auch One-Offen. Du kannst halt Ink-Eyes One-Offen. Jinke-Taxis. Jinke-Taxis. Den vielleicht nicht, aber du kannst halt im Ninja-Deck jetzt... Ja, da, aber... Ja, weiß ich nicht. Jinke-Taxis in Modern... Nein, nicht jetzt in Modern. Ich rede jetzt gerade über Modern. Ach so. Weil ich in Modern die Ninja-Toolbox habe, weil ich bessere Ninja habe zusätzlich. Ja, okay. Ich habe jetzt bessere Ninja-Enabler, aber ich habe in Modern schon bessere Draw-Ninjas. Ja, der Deep Hour ist halt der beste Mann. Ja, du könntest halt theoretisch ein Higuri und ein Inkai spielen, wenn du fancy bist. Ja, die sind beide auch sehr gut, bis deppert. Was halt beide ultra geil sind, ja. Mhm. Ansonsten finde ich den eigentlich richtig cool. Ich finde auch das Hörnchen da oben geil. Das ist sehr cool, ja, das, was da auf seiner Schulter ist. Also das Ultimate, das geht auf die Hand. Das ist ein Spiel, natürlich schon viel besser. Das ist halt ein random Grieselbrand spiel was halt. Vor allem, wenn man bedenkt, wenn du wirklich nur hart auf die Plus-Schiene bist, du machst mal Plus auf 4, ziehst eine Karte, whatever, ob du jetzt abwerfen musst oder nicht, das ist komplett wurscht. Und dann machst du nochmal Plus, dann ist er auf 5 und dann kann der Gegner zum ersten Mal ihn attackieren. Mhm. Dann musst du ihn 2-mal noch verteidigen und bist auf 7. Ja. Ist natürlich noch immer long way to go, aber der kommt halt dafür auch Turn 3 schon. Ja. Und bis den hat er Value gemacht. Ich sage, ist eine geile Karte. Ja, ey. Schau, sehr gut. Dann gibt's, das ist auch ein ultra schönes Hardwork. Kotose, die lautlose Spinne, ein schwarzes, ein blaues, 3 farblosen, legendäre Kreatur, Mensch, Ninja, 4-4, hat keinen Ninjutsu. Nope. Beim Frau Schreiter habe ich es verstanden, bei der finde ich es nicht leibend. Wenn Kotose, die lautlose Spinne, ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl, die keine Standardlandkarte ist, aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Du suche Friedhof, Hand und Bibliothek jenes Spielers nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit demselben Namen wie jene Karte und schicke sie ins Exil. Dann mischt der Spieler. Solange du Kotose kontrollierst, kannst du eine der ins Exil geschickten Karten spielen und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe.
Ja. Ganz kurz, man stelle sich das vor, ich hätte diese Karte gehabt, wie man gegen wie der Matthias sein Dämonendeck gespielt hat und du nimmst einen Shadowborner Portal raus. Wupp. Ja, also soll ich? Bitte. Ich verstehe, also Gag Note, ich verstehe, warum kein Ninjitsu drauf ist, weil kein Platz mehr ist auf der Textbox. Das muss man mal ehrlich mal festhalten. Auf der anderen Seite verstehe ich es aus Balancing Reasons. Weil nicht nur, dass diese Karte 4 Damage macht, diese Karte nicht nur dem Gegner einen Spell wegnimmt, den du dann spielen kannst, sie macht auch eine Cranial Extraction. Und das ist schon insane. Der schau mal, du spielst jetzt nicht das Ninja Argo Deck, sondern du spielst irgendein Control Deck, du counterst ihm diesen einen Spell das erste Mal, dann fladerst ihm und alle seine Kopien. Und wenn das irgendwas Wichtiges war, sagen wir seine Winning Option, ist halt vorbei mit ihm. Weil sogar wenn du sie nicht spielst, die bleiben halt im Exil. Ja. Stell dir vor, du spielst jetzt vorige Rotation, der hat spielst in das Ultimatum-Deck, counts ihm das erste Ultimatum und er hat kein Ultimatum mehr. Dann hat er 4 random One-Offs, die alle zwar okay sind, aber nicht mehr gewinnen werden halt. Ja, 5 Mana ist halt schon sehr viel. Ja, aber also das Ceiling ist halt zu hoch bei ihr. Ja, das Problem ist natürlich, dass sie an allem stirbt, keine Evasion hat, ja. Aber wenn aber sie muss halt nur ins Spiel kommen. Wir müssen ins Spiel kommen auch noch. Das ist, scheiß drauf, dann ist mir wurscht, dann ist mir egal, ob sie was für einen Körper hat. Die ist einfach. Die hat einen super Körper übrigens. Ja, aber die ist einfach 5 Mana und ich flade dir deine. Ach so, das meinst du? Ja. Ja, die Kreaturen sind für mich nicht so wichtig. Also, die ist 5 Mana, ich flade dem Gegner den besten Spell plus alle weiteren Optionen drauf. Ja, ich mag sie auch, ist eine coole Karte. Finde ich richtig cool. Die muss nie angreifen, die bleibt daheim sitzen. Die ist halt, nicht Commander spielbar. Nein, das nicht. Das ist halt nicht Commander spielbar. Ist ja auch, ich kann nur immer den besten Spell fladen halt. Ja, aber nein. Ja. Du kannst einmal den Friedhof fladern. Nein, den besten Spell kann ich mehr fladern. Ja. Außer mein Gegner spielt das Aposteldeck. Dann ist Schicht im Schaus. Geil, ja. Nein, ist eine ultra schöne Karte. Ich finde die gut. Und finde die auch nicht so schlecht. Ja. Dann gibt's Ryu, Klinge des Sturms. Mhm. Ein rot-weiß, 2 farblos. Legendäre Kultur, Mensch, Samurai, 3-3. Erstschlag, immer wenn ein Samurai oder ein Krieger, den du kontrollierst, alleine angreift, enttappe ihn, falls es die erste Kampfphase des Zuges ist, gibt es nach dieser Phase eine zusätzliche Kampfphase. Jawohl. Sehr straightforward. 3-3 First Strike für 4 Mana ist okay und du hast halt 2 Tech-Steps. Danke, ja. Amen. Die Samurai, es tut mir ein bisschen weh, weil die ganze Samurai-Geschichte so halbherzig ist. Was ich nicht verstehe, ist, warum alle Samurai alleine angreifen. Genau, muss. Erstens das und warum, also ich verstehe nicht, warum sie auch Samurai und Krieger zusammengenommen haben. Das ist vielleicht deswegen, damit sie das Krieger-Thema, was ja, über mehrere Editionen jetzt ist, pushen können und nicht nur Samurai, was halt jetzt nur da ist. Ja. Okay, aber warum die alle allein angreifen, ist mir komplett unklar. Weil es halt ehrenvoll ist. Ehrenvoll ist 1-1. Aber so funktioniert es halt nicht. Weil dein blöder Samurai greift allein an und bei mir stellen sich 5 Haberer davor und sagen, komm. Das ist wie im Park. Ich habe meine Brüder mit, du Trottel. Ich mache dich Kickbox. Ja, ich sehe so. Also das ich habe früher als Türsteher gearbeitet. Das ist auch. Es ist wirklich, ich weiß. Aber deswegen ist es halt sehr unpraktisch, im Normalfall allein anzugreifen. Ja, es ist halt, wie gesagt, die Karte finde ich ganz cool und Rot-Weiß hat mehrere solche Sachen mit noch ein zusätzlicher Damage-Step und sowas. Und ich mag das auch, dass es alles leibernd und hin und her, aber das Samurai-Thema ist einfach wie ein Stiefkind behandelt worden in dem Set. Ja, ich glaube, sie haben halt nicht gewusst, was für eine Ability sie damit machen sollen. Und deswegen haben sie diese Solo-Attack gemacht. Und das ist ein bisschen, also das finde ich, ich finde dieses Alleinangreif halt nicht toll. Ja, ich auch nicht. Dann gibt es Risona, Asari-Kommandeurin. Ein weißes, ein rotes, ein farbloses Mensch-Samurai, legendär 3-3 Eile. Immer wenn Risona Asari-Kommandeurin einem Spieler Kampfschaden zufügt und falls keine Unzerstörbarkeitsmarke auf ihr liegt, lege eine Unzerstörbarkeitsmarke auf sie. Mhm. Immer wenn dir Kampfschaden zugefügt wird, entferne eine Unzerstörbarkeitsmarke von Risona. Finde ich ein cooles Design eigentlich. Muss ich gestehen, finde ich ein cooles Design. Ich finde die, also, wie ich es das erste Mal gelesen habe, macht so einen Schwachsinn. In der Zwischenzeit denke ich mir schon, okay, wie kann ich verhindern, dass ich Kampfschaden kriege? Okay, ich verstärke mich im Commander hinter meinen Ghostly Prison mal wieder und haue mit ihr einmal zu, dann ist sie unzerstörbar, dann kann ich mit Muffel spielen, kann wieder weiter zuhauen. Okay, sie hat eine große Faust. Warum auch nicht? Aber ich weiß nicht. Ja, sie hat keine große Faust, du hast recht. Ja, die hat den Mega-Fist. Aber wenn du dir deine Kommentare ersparen musst.
Ja. Ich habe ein Setup für dich. Bist mir nicht, weil ich habe eine Fallenkarte gespielt. Das also ist nicht reingefallen. Schade eigentlich. Ich habe deine Trap-Karte nicht aktiviert. Ja, ich merke es. ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ich finde sie. Ich finde es auch immer ein komisches Design. Weil du connectest halt wieder und ist sie unzerstörbar. Und dann hast du aber angegriffen, das heißt, du hast keinen Blocker und dann kassierst du wieder Damage und sie ist wieder nicht unzerstörbar. Ja, whatever. So, es geht weiter mit Satoru Umezawa. Korrekt. Ein schwarzes, ein blaues, ein farbloses 2-4, legendäre Kreatur, Mensch, Ninja. Mhm. Das lesen wir mal unten, weil das ist wichtig. Jede Kreaturenkarte auf deiner Hand hat Ninjutsu 2 blau, schwarz. Jawohl. Was relativ teurer ist, finde ich. Ja. Immer wenn du eine Ninjutsu-Fähigkeit aktivierst, schau dir die obersten drei Karten deiner Bibliothek an, nimm eine davon auf deine Hand und lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Yu-Gi-Oh! Ja. Schau, das Coole ist, aber dass ich nicht Ninjas Ninjitsu kann. Das heißt, ich kann Jingitaxis Ninjitsu. Für 4 Mana, was schon geil ist. Was ziemlich geil ist. Ja. Meine anderen Ninjas haben ja trotzdem noch immer ihre Ninjitsu-Ability, die günstiger ist. Daher ist das denen Blunzen. Korrekt. Und er hat halt auch Ninjitsu 4. Er. Oder? Nein, weil er zuerst in meinem Spiel ist, gell? Genau. Okay. Du musst ihn für 3 Mana spielen. Er ist aber 2-4 und ist eigentlich ganz cool. Ja. Und was ich auch cool finde, ist, dass du dir im Endeffekt die beste Karte von den obersten 3 anschaust. Und es muss kein Ninja sein, es kann ein Land sein, es kann ein Spell sein, und der Gegner sieht's nicht, das ist schon alles ganz sweet. Ja. Geiler Typ, oder? Ich finde den richtig cool. Bei dem passt alles. Artwork, Flavor, geiler Typ. Wer Jingitaxis für 4 ins Spiel bringt, ist Haberer von mir. Das verstehe ich. Fix dabei. Ja, ja. Das eine gute Karte. Also geht's doch ins Ninja Deck Jingitaxis, weil einerseits kannst du den mit dem Ultimate holen und du kannst ihn rein ninjern. Einmal wahrscheinlich, ja. Geht schon. Du musst einen Jingitaxis spielen. Dann gibt's Satsuki, gelebtes Wissen, weiß-grün, legendäre Kreatur, Mensch, Druide 1-3. Tappe, lege auf jede Sage, die du kontrollierst, eine Sagenmarke, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Mhm. Das ist jetzt der Sagen-Commander, nicht? Ja. Wenn Satsuki gelebtes Wissen stirbt, bestimme bis zu eines. Bringe eine Sage oder Verzauberungskarte deiner Wahl, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Mhm. Bringe eine Sagenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Mhm. Finde ich alles so mittel. Wirklich? Finde ich alles nicht geil. Okay. Finde ich okay. Ich meine, die Frage ist halt, ist Sagen-Commander wahrscheinlich das Stichwort, weil die Frage war für mich halt, wie viele Sagen willst du pushen, wie viele Sagen musst du im Spiel haben, damit sich das auszahlt? Welche Sagen willst du unbedingt aufs Letzte bringen? Elspeth's Conquest Death. Genau, Elspeth's Conquest Death zum Beispiel. Oder die schwarze Sage mit, die dasselbe macht, du kannst mit irgendeinem Friedhof eine Kreatur nehmen. Ja. Alt. Elders Reborn. Genau, oder sowas. Das, ja. Also die da. Der Elders Reborn. Der Elders Reborn. Das sind halt die Sagen, die ich gern push. Und das sind auch Sagen, die, wenn ich sie stirbt, ich gerne auf die Hand nehmen. Aber Elders Reborn kannst du nicht spielen, wenn das dein Commander ist, gell, mein Freund? Ja, das ist mir schon bewusst. Aber, ja. Das andere, so weiß-grüne Sagen, weiß ich nicht, was so geil ist. Naja, du hast halt die weiße, wo du zuerst Leben kriegst, dann machst du 0-4 Mauer und dann kannst du Planes holen. Und okay, passt, danke. Was gibt's in grün? Außerdem, du siehst erst das Brains, dann nur 4 Mauer und dann kriegst du eben. Ist doch wurscht. In grün, hat es in Kaldheim was gegeben? Es gibt diese Middle-Dinger in grün, wo du middeln kannst und dann Karten zurückbringen. Kaldheim-Saga in grün? Es gibt eine grün-weiße Kaldheim-Saga, die macht irgendwelche Viecher, glaube ich. Ja, also overall, Elirb, aber nicht das geilste. Also, als Commander bist du eingeschränkt, weil du halt die coolen Farben nicht kriegst. Ja, das müsste 5 Color sein. Das würde ich verstehen. Ja, das gebe ich dir recht. Wenn das Teil 5 Color ist. Der sollte eine Activity-Ability haben für irgendwas mit, keine Ahnung. Eben statt stirbt für Rainbow, nimm eine Sage zurück auf die Hand. Ja, genau. Das wäre ganz cool, ja. Jetzt ist er hier. Meister Splinter. Der Silberpelzmeister. Jawohl. Ein schwarzes, ein blaues. Ratte Ninja. 2-2. Ninjutsu, ein schwarzes, ein blaues. Jawohl. Weil was soll er noch kosten?
Oh, bist du bei der hätte Hybrid Schwarz-Blau kosten können. Das wäre ultra gut gewesen, oder? Was? Das Ninjutsu. Ninjutsu. Mhm. Wäre urgeil gewesen. Wäre cool gewesen, ja. Ninjutsu-Fähigkeiten, die du aktivierst, kosten beim Aktivieren ein Mana weniger. Das ist sehr korrekt. Andere Ninja- und Räuberkreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Auch ziemlich fair. Finde ich urgeil. Der ist cool. Vor allem, er ist eine Ankommen. Und der ist richtig, richtig gut. Den finde ich ur-ur-cool. Ja. Das ist so. Abgesehen davon, dass er halt meistens Splinter ist. Und das relativ nice ausschaut. ist einfach urgeil. Ist, du, den cast ich halt immer Turn 2, weil danach ist Fick, halt. Weil alles günstiger wird. Ja. Und die Leute kommen auch fetter rein. Ja. Und er pusht meine Changelinge, weißt du? Ja, und er voll gerade sagen, der Changeling ist jetzt 2-2. Der 1-1 Flieger, den ist davor gespielt, dass der jetzt 2-2 Flieger und greift an. Ist auch schon also okay. Den finde ich richtig sick. Ja. Den finde ich richtig sick. Ist cool. Ich mag die Ratte. Geile Ratte. Geile. Ich kann mich gar nicht zurückhalten. So. Jetzt kommt eine Karte mit viel Text. Ruf der Geistschwester. Jawohl. Ein schwarzes, ein weißes, drei farblose Verzauberung zu Beginn deines Endsegments. Bestimmst du eine bleibende Karte deiner Wahl in deinem Friedhof. Mhm. Du kannst eine bleibende Karte opfern, die einen Kartentyp mit der bestimmten Karte gemeinsam hat. Falls du dies tust, bringe die bestimmte Karte aus deinem Friedhof ins Spiel zurück und sie erhält. Falls diese bleibende Karte das Spiel verlassen würde, schicke sie ins Exil, anstatt sie irgendwo anders hinzulegen. Mhm. Diese Karte kann schon ziemlich Banane sein. Ja, das ist es. Also, das ich breche es potenziell schon sehr hoch. Ja. Ja. Ich opfer irgendeine, weiß nicht, ein Gag-Token. Ja, oder ein Ramp-Enchantment und hol dafür das, keine Ahnung, Depter's Nail-Enchantment zurück oder was weiß ich was, oder Doubling Seas, aber irgendwas halt, was sick ist. Ja, es gibt ja. Bei den Kreaturen geht es halt. Bei den Kreaturen geht es noch leichter. Box, ja, Block, irgendein Dreck und du holst den Archon Retour oder Ashen Rider oder sowas. Ja, ja, das ist natürlich arg. Und da kannst du schon echt orge Sachen aufführen. Da kannst du richtig orge Sachen. Richtig arg. Also, ich glaube halt auch, dass das in Commander rein ganz witzig sein kann. Ich glaube auch, dass das irgendwie. In Constructed, in Standard vielleicht was hat, aber alles für alles andere ist halt 5 Mana schon wirklich viel auch, nicht? Du machst es ist halt zu Beginn des Endsegments. Ja, es passiert, das heißt, es passiert sofort. Ja, ey, aber was holst du denn? Also du musst. Und ein 5-Mana-Enchantment ist auch schwer zu removen. Das ist richtig. Das ist richtig. Also, aber in sagen wir mal, vielleicht in Pioneer noch irgendwie, aber in Modern schon nicht mehr. Weil sogar wenn ich da auf 5. Ich komme auf 5 Mana, auch in, ja, in Modern, ist ja kein Problem. Und ich lebe auch bis dahin noch. Aber was hole ich mir dann zurück, was mich das Spiel so weit vorne bringt, dass sich's ausgezahlt hat? Und da wird schon das Eis sehr dünn. Ja, da muss halt der Archon sein dann. Ja, eh, aber dann kann ich mal für 2 Mana auch reanimaten, weißt? Ja, ja, eben. Ist das ja ein bisschen, da hüpfe ich zu viele Ringe dafür. Ja. Nice, eine richtig coole Karte. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich find's cool. Ich mag solche Sachen, solche Spielereien total gern. Und vielleicht geht in Standard was. Standard kann ich mir das echt witzig vorstellen, so als Brew. Dass der irgendwelche lustigen Sachen macht, why not? Mm. Dann gibt's Tamiyo vollendete Weise, unsere erste phyrexianische Planeswalkerin. Mm-hmm. Ein blaues, ein grünes, 2 farblose und blau-grün hybrid phyrexianisch. Ja. Kommt mit 5 Loyalty-Marken. Außer? Vollendet ist die Ability, wenn du. Wenn du 2 Lebenspunkte bezahlst. Wenn du das, ja, Hybrid-Mana. Falls Lebenspunkte bezahlt wurden, kommt dieser Planeswalker mit 2 Loyalitätsmarken weniger ins Spiel. Das macht halt schon bedeutend schlechter. Genau. +1, tappe bis zu einem Artefakt oder einer Kreatur deiner Wahl. Es bzw. sie enttappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments seines bzw. ihres Beherrschers. Jawohl. Das ist okay. Minus X, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl mit Mana-Betrag X, die kein Land ist, aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge einen Spielstand, der eine Kopie jener Karte ist. Mhm. Das kann schon sehr cool sein. Ja. -7, erzeuge Tamios Notizbuch, einen legendären farblosen Artefaktspielstein mit Zaubersprüche, die du wirkst, kosten beim Wirken 2 weniger und tappe, ziehe eine Karte. Ja. Dieses Notizbuch kann man aber zerstören, weil es ein Artefakt ist. Das ist kein Emblem. Also, ich fange mal an.
Ich finde, für 5 Mana 5 Loyalitätsmarken ist okay. Für 4 Mana 2 Leben zahlen und 3 Loyalitätsmarken finde ich nicht gut. Da würde ich fast immer versuchen, die 5 Mana zu zahlen. Ja, die Plus-Ability beschützt dich selber, zumindest einen Turn, das ist okay. Und bringt sie halt schon gleich mal auf 6 Loyalitätsmarken. Die Minus-Ability finde ich bestenfalls okay, weil so ich möchte mir was Cooles ja zurückholen. Und das heißt, es wird wahrscheinlich 4 oder 5 Mana kosten, das heißt, sie ist instant gestorben. Mhm. Was nicht so geil ist. Und das minus 7 würde ich zwar gerne mögen, weil halt das 2 Mana weniger zahlen für Spells hat halt schon ein fettes Kombo-Potenzial. Und das Karteziehen ist immer nice. Aber es ist halt nur ein legendäres Artefakt. Das heißt, wir haben jetzt ein Format, wo es 1000 Artefakte und 1000 Enchantments gibt. Das und heißt, dementsprechend viele Removals dafür. Das heißt, jeder und seine Mama werden Artefakte und Enchantment-Removals sogar Main-Decken. Abgesehen davon, dass du es einfach, weil es ja ein Null-Mana-Ding ist, noch immer Portable holen kannst, was jetzt schon gemaindeckt wird, ist das einfach sad, weil dann zahle ich, kill ich sie vielleicht, mache ihr Ultimate und im Endeffekt spiele ich vielleicht einen Spell oder zwei Spells und ziehe halt eine Karte und das hat sich dann nicht ausgezahlt. Ja, also ich habe die Karte gesehen und ich habe zuerst nur die Mana-Kosten gesehen. Ich war ultra hyped. Ich könnte mit dem leben, dass weniger Loyalty kommen, wenn die Effekte halt geiler wären. Ja. Es ist alles gut und alles okay. Aber nichts umwerfend. Aber es hätte halt ein Emblem sein müssen. Ja. Also das ist Emblem, würde ich sagen, passt. Das Vorsicht. Ein Emblem und du musst nicht mal sagen, es muss nicht mal tappbar sein, weil ein Emblem muss man nicht tappen, sondern wenn steht... At the beginning of your upkeep, draw a card. Ja, genau. Ja. Zusätzlich hat dann richtig gut. Das Minus X ist, wenn du einfach eine Karte retour bringen würdest, wäre es geil. Aber du musst halt auch etwas opfern, nicht? Ja, du musst es ins Exil schicken. Ja. Ja. Das heißt, du kannst es nicht doppelt machen. Genau. Ich kann nicht zum Beispiel eben, mein Standardbeispiel jetzt Portable Hole, ich mache Minus 1, Portable Hole das und kann nicht nochmal Minus 1 und nochmals Portable Hole machen, weil das Portable Hole ist jetzt weg aus meinem Friedhof und deswegen geht es dann nochmal. Das Plus 1 ist eine vollkommen, das ist dieses Freezing, die Freezing-Ability finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das ist okay. Leider, also ich würde gerne mehr gehypt sein, ich bin es nicht. Nein, ich bin für die Tamil. Grundsätzlich taugt es mir, aber so von Artwork und DD und alles und dann denke ich mir so, aber in Wirklichkeit, Dann kommt der Kami-Krieg. Genau, die letzte. Verzauberungssage. Einmal Regenbogen plus ein farbloses. Jawohl. Ist das schon die letzte Karte? Nein. Ja, also doch. Oh ja, das muss die Rückseite halt, ja. Erste Sagenmarke. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert ins Exil. Na gut, das für 6 Mana erwarte ich mal auch was. Ja, das ist, weiß man gerade, Elspeth Conquestess, nicht wahr? 2. Ah, nein, das war 3 Mana sogar. Bringe bis zu Elspeth Conquestess ist 5 Mana. Ja, aber 3 Mana aufwärts kannst du wegmachen. Ja. Für 2 Mana bringe bis zu eine andere bleibende Karte deine Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück, dann wirft jeder Gegner eine Karte ab. Für 6 Mana ist mir das schon fast zu wenig. Naja, ich meine, du hast für 6 Mana Removal und du kannst dir auch eine Karte von dir zurückholen und den Gegner trotzdem abwerfen lassen. Also du kannst irgendwas recyceln. Eine andere Sage zum Beispiel. Oder diese Sage, so by the way. Eine andere bleibende Karte, das ist schade. Ja. Aber es sind 2 Sagen, haben muss dann einen Sagenloop machen, nicht? Kami-Krieg-Sagenloop? Ja. Geht das? Ja, okay, du spielst beide, okay, du brauchst dann 12 Mana, spielst beide gleichzeitig, removes 2 und dann bounce sie beide gegenseitig und fangst von vorne an. Wieso? Ich kann ja eine schon draußen haben. Nein. Achso, nein. Weil dann du musst sie beide, müssen zu einem zweiten Moment gehen. Aber wenn du für 12 Mana hast, dann habe ich sicher schon anderwertig gewonnen. Das wäre schon lustig. So, die Rückseite ist Verzauberungskreatur Drache Geist 6-6 Manifestation des Okagashi. Hat alle Farben. Die Manifestation des Okagashi hat alle Farben. Ja. Fliegend verursacht Trampelschaden. Immer wenn die Manifestation des Okagashi angreift, bestimmt der verteidigende Spieler eine Nicht-Landkarte in deinem Friedhof. Bringe die Karte auf deine Hand zurück. Die Manifestation des Okagashi erhält bis zum Ende des Zuges plus X plus 0, wobei X gleich dem Mana-Betrag jener Karte ist. Gut, für 6 Mana ist das schon wieder okay, nicht? Ja, vor allem ist es auch ein Drachegeist, haben wir, glaube ich, gesagt hast, weil ich habe dich unterbrochen mit dem Adalfarbe. Drachegeist. Das Problem, unter Anführungszeichen, ist, dass der Gegner halt der ist prinzipiell immer die schlechteste, schrägstrich billigste Karte geben wird und da ist jetzt doppelt Incentive, dir die schlechteste, schrägstrich billigste Karte zu geben, weil er nicht will, dass der Drache noch fett auch wird. Ja. Also ich finde, die Rückseite reißt bei mir die Vorderseite ein bisschen aus. Ja.
Ja, ich meine, du hast halt für 6 Mana was zerstört, was gebounced, was gediscardet und hast dann 6-6 hat Flying Trample. Ja, ist schon gut. Ich sag, das ist eine Karte, die durch die Rückseite für mich spielbar ist. Ja, ich meine, 6 Mana inklusive Rainbow ist schon Ja, ist schon viel. hart am Ist schon Limit. viel. Ich meine, Leben am Limit. es gibt noch immer den aus Kaldheim, den Baum, der alle Farben macht. Damit geht's. Aber, jo. Also den Baum gibt es nicht mehr, ist ausradiert, gell? So. Wieso? Kaldheim ist noch drin. Kaldheim ist schon noch drin, gell? Natürlich. Das war auch die letzte Karte unseres Multicolor-Teil. Jawohl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mir mal liken und subscriben auf Facebook, YouTube und auf Twitter? Patricks Twitter-Channel. Auch Könnt ihr auch deinem kommentieren. hier eingeblendet. Optimal. Ihr könnt unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beitreten, das Glockensymbol anklicken und den Spielraum Ding. in Wien sehen. Live und in Farbe. Im nächsten Video auf eurem Bildschirm oder mobilen Gerät. Und natürlich unserem Patreon-Channel, was auch immer das ist, unterstützt. Wie heißt das eigentlich? Auf Patreon einfach unterstützen. Auf Patreon unterstützen. Ja, dann hättet ihr wahrscheinlich jetzt dieses Video schon viel früher gesehen, weil unsere Patreons kriegen diese Videos alle, sobald ich sie fertig habe, nicht nur einmal am Tag. Du bist so arg. Ja, Ja. das ist Vielleicht Service. gibt es irgendwann einen OnlyFans-Channel auch. Schauen wir mal. Was mache ich Bis damit? jetzt noch nicht, weiß noch nicht. Ja, ich auch nicht. Spoiler, Set Spotlight in Ich ohne T-Shirt. verkaufe dein Badewasser. Mein, ich bade nicht. Das ist Sondern schlecht, Duschwasser aber verkaufe. das verkauft, aber da fangst du an, das zahlt sich aus. Okay. Wenn ihr das wollt, dann bitte. Vielen You Dank fürs heard it here. Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ciao, aber. Badewasser. Also das, kennst du das nicht? Das hat eine von diesen Typinnen, die eben auf OnlyFans ist, war das ihr große Innovation?